Ich freue mich, hier zu sein. Ich freue mich, dass ihr da seid. Schön, dass das hier stattfinden kann. Schauen wir mal, was passiert. Und das ist was ganz Schönes, wenn wirklich geschaut werden kann, was passiert. Wenn das, was passiert an Energetik, an Erfahrung, an im Bewusstsein auftauchen kann und sich vollziehen kann, zeigt sich die Freiheit der Wesensnatur, die wir sind, die du bist. Und da muss nicht viel gemacht werden. Es ist unsere Natur, hier zu sein. Es ist unsere Natur, bewusst zu sein. Vielleicht eine Einladung, nicht den Ablenkungen zu folgen, den Gedanken, dem Gefühlsdrama. Ein Gedanke könnte sein, das ist mir zu intensiv. Aber vielleicht ist das einfach nur eine Interpretation von Energetik, von Moment, der vielleicht so erlebt werden will, wie er ist. Alles, was auftaucht, will nach Hause kommen. Alles, was auftaucht, will gesehen werden. Und natürlich gibt es auch so hartnäckige Gedanken, die sich immer wieder im Kreis drehen oder immer wieder vorbeikommen. Okay. Kann das gesehen werden, kann das wahrgenommen werden, ohne dass man dem folgen muss, ohne dass du dem folgen musst. Wenn das aufhört, den Gedanken folgen zu müssen, kriegen wir mit, was im Körper, was in dem eigenen Raum wirklich stattfindet. Eine Frage könnte sein, wie ist es einfach hier zu sein? Wie fühlt sich das an, zu existieren? Und es kann sein, dass der Verstand es interpretiert und nochmal frisch hinschauen. Wie fühlt sich das an, zu existieren? Wie fühlt sich das an, da zu sein? Welche Qualität hat es, sich dessen einfach gewahr zu sein, zu existieren? Welche Qualität hat das Gewahrsein an sich?
Und spür mal, wie das ist, dich in diesem Gefühl von Existenz, in deinem eigenen Gewahrsein, dich selbst zu empfangen. Was auch immer das sein mag. Das, was ursprünglich du bist. Sich einfach seiner eigenen Qualität zu öffnen. Wenn es Fragen gibt oder ein Thema, das dich interessiert, einfach das Mikro einschalten oder wenn du über YouTube dabei bist, gerne im Chat schreiben. Alles, was dich betrifft, ist willkommen. Alles, was dir scheinbar dient, dich selbst zu kennen. Ist willkommen. Alles, was auftaucht, wo du glaubst, es hält mich ab, zu sein, was ich bin, ist willkommen. Und es ist auch so dieses Prinzip von, schauen wir mal, was passiert. Das, was kommen will, ist willkommen. Oftmals haben wir so eine Idee oder so eine innere Zensur, ja, das passt nicht. Wenn das, was kommen will, kommen darf, dann öffnet sich der Raum und man sieht, was da wirklich drin ist. Energetik, die auftauchen darf, die sich vollkommen entfalten darf, ist immer wieder Hinweis auf das, was du bist. Ohne Abstand zu dem, was geschieht.
Ronny, ich hatte eine Frage. Ja, gerne. Ich glaube, es ist nicht richtig laut, oder? Ich höre dich gut. Meine Frage ist, ob man sich auch mit der Erdschwingung verbinden kann oder sollte. Ob das irgendwie hilfreich sein kann, wenn man das auch so spürt. Finde ich eine ganz schöne Frage. Einfach so das Gefühl, das erste Mal zu spüren, wie das ist. Hier ist so der Eindruck, dass die Erde ist wie ein Bewusstseinswesen. Oftmals nehme ich so das Bild, dass das wie ein Meditationswesen ist oder ein Satsangraum, in dem wir 24 Stunden am Tag unterwegs sind. Ob wir sitzen, ob wir gehen, ob wir unseren Job machen, ob wir relaxen, ob wir schlafen. Wir bewegen uns immer durch diesen Bewusstseinsraum. Und mit dieser Qualität einfach zu sein, das ist was Nährendes. Ich habe das Gefühl, als Kind war ich dem näher und jetzt ist wieder so eine Annäherung. Cool, ja. So durch die Konditionierung im Sinne von, ich bin jemand und jetzt lerne ich zu denken, alle möglichen Kulturtechniken, die man sich aneignet, anstatt sozusagen mit der Kultur von Wesensnatur zu sein, so in allem Wesensnatur zu entdecken, verlieren wir sozusagen einmal den Zugang zu uns selbst, aber auch zu diesem lebendigen Bewusstsein, was in allem vibriert. Es ist total schön, so zu bemerken, wow, da komme ich in Berührung mit dem Leben. Oder da wird es friedlich. Da, wo ich wirklich mit dem Leben in Berührung komme, da wird es friedlich, da wird es satt. Und sagt wirklich so in diese zwei Richtungen. Einmal, dass es was Nährendes ist, aber auch so da drinnen zu sein, dass sich die Wahrheit oder Existenz oder Bewusstsein offenbart. Ja, das geht da nicht zu trennen, oder diese Erde und das Bewusstsein darunter, das ist schon eins. Also es ist. Ja. Und doch gibt es ja auch so eine Perspektive oder Erforschung, dass du nicht der Körper bist, dass du jenseits von allem bist, dass das Gewahrsein schon was ist, was auftaucht. Und das hat auch seinen Platz. Und irgendwann, wenn es sich sozusagen erkannt hat, jenseits von Zeit und Raum, jenseits von allem Erfahrbaren, geht das Spiel ja im Grunde weiter und dann wird sozusagen alles umarmt oder alles entdeckt als Bewusstsein. Alles ist Ausdruck der Quelle und so kann es erfasst werden. Also, und noch eine Frage, hast du auch das Gefühl oder ich habe gehört, dass die Erdschwingung sich erhöht im Moment und dass deswegen hier so viel Chaos ist. Siehst du das so? Ja, ich würde noch nicht mal sagen, allein nur die Erdschwingung, sondern auch so diese ganze Bewellung über Handy, 5G, was weiß ich, was es da alles gibt. Das ist ja auch Frequenz, das ist ja auch Energie. Da steckt man ja auch mit drin. Und mein Eindruck, so die Erdschwingung an der Oberfläche, die kann chaotisch sein, aber so das Wesen der Erde ist sozusagen Stille oder reines Bewusstsein oder ursprüngliche nährende Kraft. Und das ist cool sozusagen, dass
dass sozusagen das Chaos durchrauschen kann, bis man sozusagen mit diesem Frieden ist. Und dann wird immer noch mal eine Welle von Chaos kommen, aber du stehst einfach in diesem Frieden oder in diesem Raum. Das ist ganz schön herausfordernd, finde ich. Immer wieder, ja. Aber macht irgendwie ja auch Spaß. Also, ja, ist irgendwie schön. Das ist cool, wenn man sagen kann, das ist eine Herausforderung und es macht auch Spaß. Ja, findet einfach so eine Entfaltung statt. Was ist denn die Qualität von Spaß, die sich dann für dich zeigt? Oder welche Bewusstseinsqualität, die sozusagen durch die Herausforderung sich öffnet? Naja, das ist halt immer wieder Frieden und zu Hause. Also. Schön. Also jetzt vielleicht ist es ja doch so, also es ist jetzt nur eine Idee aus dem Verstand, dass also die Erde, die hat ja so eine Erdanziehung. Und wird vielleicht doch immer alles wieder darunter gezogen in die Stille. Ja. Dann ist es ja eigentlich einfach. Da muss man sich ja nur dem Sog hingeben. Sich dem Sog hingeben und wenn sich das freischaltet, bleibst du als das, was Gewahrsein ist, bleibst du als das, was Bewusstsein, was Existenz ist. Diese Leichtigkeit, in der sozusagen alles vorbeikommt. Ja, das wechselt bei mir so. Das ist normal, das ist klar, dann ist wieder. Aber ganz ehrlich, dass das wechselt, ist natürlich. Wahrnehmung ist in Bewegung. Wenn, dann ist eher die Frage, bist du das, was Gewahrsein ist? Ja. Wunderbar. Na, schauen wir mal. Dann kannst du dem einfach vollkommen vertrauen, dann kannst du dich hingeben, dann macht es auch Sinn. Oder wie du sagst, ja, es ist Freude. Schön. Ja, danke. Das letzte Gespräch, was hier stattgefunden ist, war so eine Einladung, nicht auf die Gedanken zuzugreifen, sondern sich dieser Unmittelbarkeit von Erleben, von Existenz anzuvertrauen. Dann haben wir das gemeinsam ein Stück weit erforscht und irgendwann kam so eine Frage oder so ein Gedanke, ja, dann ist ja alles sinnlos. Wenn ich keinen Gedanken mehr bediene, dann so die Idee, ja, dann sitze ich ja nur noch hier und gebe mich hin. Aber ich würde eher sagen, dann wird es sinnvoll. Die Sinne sind erfüllt von Sein, von Existenz, von Frieden. Und das eine sind sozusagen diese zweifelhaften Gedanken oder Angstgedanken, die nicht mehr zu bedienen, sondern gehen zu lassen und zu spüren, zu sehen, was findet hier wirklich statt. Und dann gibt es da ganz funktionale Gedanken, wie sich abends einen Wecker zu stellen, dass man morgens rauskommt oder
zu sehen, ich habe einen Termin, dem gehe ich nach, oder so diese ganz simplen Geschichten, wo man im Grunde nicht drüber nachdenken muss, aber einfach einen sinnvollen Gedanken dazu hat. Das muss man ja nicht abstellen, das muss man ja nicht loswerden. Und es ist was Wunderbares, anstatt zu grübeln oder zu zweifeln, sich seiner Natur zu widmen und zu sehen, wie die Muster zerbröckeln, wie sie keinen Abnehmer mehr finden. Weil der Abnehmer von Angst und Zweifel war immer nur ein zweifelhafter Gedanke und niemals ich, niemals du. Und der Körper ist geprägt durch Gedanken. So ist der Prozess dann auch was, was tief durch das körperliche Geschehen durchgeht. Und es ist cool, umso leichter wir mit Gedanken sind, umso weniger seriös wir die nehmen müssen, umso entspannter kann sich das verabschieden. Manchmal ist das schmerzhaft, weil wir da einfach so lange dran geglaubt haben. Aber umso weniger wir den Gedanken folgen müssen, umso weniger wir den Gedanken glauben, umso leichter kann sich das verabschieden. Vorhin kam das Thema mit Erde auf. Nisargadatta hat es so schön in Worte gefasst. Er sagte, Bewusstsein ist die Manifestation der 5 Elemente. Also als es jede kannst im Fluss sitzen und diese Qualität von Quelle entdecken oder mit deiner Tasse Tee in deinem Wohnzimmer und die Qualität von Quelle, von Fliesen entdecken. Diese ursprüngliche Qualität. Ein Element, aus dem sich das hier baut, ist der Raum. Zu spüren, welche Bewusstseinsqualität hat dein Raum, der du bist. Ein Aspekt von Verwirklichung wird die Gambara genannt, der Nackte, der sich mit dem Raum bekleidet. Reines Gewahrsein, was niemals sozusagen in Bewegung kommt und sich mit dem Raum bekleidet, um sozusagen das Leben zu erforschen, das Leben selbst zu sein.
Atmung geschieht von selbst. Und was ist Atmung, wenn wir dem wirklich zuhören? Atmung ist Soham, ich bin er. Ich bin ohne Interpretation ist es selbst. Die Atmung entfacht das Feuer. Und was ist Feuer? Feuer ist Shiva, ist reine Präsenz. Und das ist deine Natur, diese unendliche Zusammensetzung von Ewigkeit, von Wirklichkeit, die nicht begrenzt ist auf den Körper, sondern auf die Gesamtheit von dem, was hier ist. Letztens sagte jemand zu mir, du bist doch auch in diesem Körper. Und ich sagte so, nee, dieser Körper ist in mir. Ich kümmere mich halt so gut drum, wie es geht, weil er in mir ist. Jeden Morgen bin ich ganz nah damit. Und trotzdem besteht nicht die Notwendigkeit, sich zu reduzieren auf einen Körper, auf eine Person. Jeanette Nicole fragt, wie siehst du ein Burnout aus der absoluten Wahrheit? Naja, dass das Ich-Konzept ausbrennt. Ganz einfach. Dass das Ich sich sozusagen in seiner ichhaften Welt verstrickt, verwickelt, verloren hat und dann anfängt auszubrennen. Und wenn es als das gesehen wird, ist es ein Akt der Gnade. Und diese Gnade bist du. Da passiert Unbewusstheit oder Missverständnis, dass Bewusstheit und Verstehen wieder Raum bekommt. Es gibt so eine schöne Aussage. Shiva sagt, alles, was gegen mich ist, ist für mich. Und das wird erst umgreifend wirklich, wenn Hingabe da ist und diese Qualität zu sein, was du bist. Hingabe an dich selbst, an diese wortlose Ich-Bin-Halt, die immer ist.
Hier wird geschrieben, wenn ich nichts beeinflussen kann, wenn ich keinen freien Willen habe, dann ist es egal, ob es eine Idee in den Verstand über eine sinnvolle Handlung erscheint oder nicht. Alles passiert von alleine. So. Ich weiß nicht, ob du nichts beeinflussen kannst. Also für mich ist beides sozusagen konzeptuell. Dass du nichts beeinflussen kannst, ist ein Konzept. Und dass du was beeinflussen kannst, ist ein Konzept. Und wenn ich keinen freien Willen habe, auch hier, der freie Wille ist da, weil er frei ist. Und wenn der sozusagen was Sinnvolles hervorbringt oder begreife ihn. Wenn der Wille Bullshit hervorbringt, lass es weiterziehen, lass es frei sein. Alles passiert von alleine. Yes, weil du alleine bist. Und dennoch spielt es sich durch das Spiel hier scheinbar körperlich vorhanden zu sein. Du fährst auch nicht gegen die Wand, nur weil kein Fahrer in deinem Steuer sitzt. Einfach eine Einladung, wesentlich zu sein, mit seiner Wesensnatur identisch zu sein. Und zu schauen, was an Wesentlichen, Praktischen da ist. Alles andere ist der Fatalismus. Und keinen, den es interessiert. Das ist einfach eine Einladung hier. Take it or leave it. Und wesentlich sein entspricht nicht dem konditionierten Geist, sondern zu spüren, was gerade dran ist, was dich nähert, was an Energetik gerade auftaucht, wo du merkst, so, war das ist sinnvoll, oder du merkst, so, oh, da ist ein Konzept, was auftaucht, das will verbrennen oder es will abschließen. Dieses Programm, da ist keiner, ist in meiner Wahrnehmung dasselbe Programm, bloß von der anderen Seite wie der Glaube, ich bin jemand und ich muss was tun. Für beide Konzepte muss du selbst da sein. Und hier sieht es so aus, als wäre es eine Verschmelzung von diesem Persönlichen und Unpersönlichen, wo nur noch das Selbst übrig bleibt. Und weil es sich halt in dem Spiel vorfindet, weil es hier körperlich da ist, ist das sozusagen der Ausgangspunkt. Und wenn das ganz körperlich da ist, ist es gar nicht mehr dieses gedankliche Programm von Körper, sondern du merkst, du existierst, du atmest, du bist bewusst. Darf das einfach da sein, kriegst du mit, da ist ein grundlegendes Glück, da ist grundlegende Zufriedenheit. Das willst du gegen nichts tauschen, weil du es bist.
Hier wird gefragt, kann man überhaupt nicht verbunden mit der Erdschwingung sein? Von weit weg betrachtet sind wir doch eins mit der Erde und nicht davon unterschieden. Von weit weg betrachtet existierst du gar nicht. Und nicht verbunden sein, ja klar. Gehst du einfach in andere Frequenzen rein, gehst du einfach in andere Energien. Ständig das Handy am Ohr oder das Display vor der Nase. Oder im grübelnden Verstand oder im lösungsorientierten Verstand, der nur Probleme erzeugt. Oder der Verstand ruht sich aus, kommt zur Ruhe, spürt den Körper. Und mit jedem Schritt, den du machst, lädst du Bewusstsein ein, durch dich zu fließen. Fängst an, den Raum zu spüren, die Materie, die du berührst. Leben, was wir hier leben, ist Shiva und Shakti. Das heißt, Shiva ist Gewahrsein, die sich als Präsenz zeigt. Und Shakti, die sich manifestiert. Und der Ich-Geist oder der Verstand als Ich-Identität versucht sozusagen diese Einheit oder dieses ungeteilte Geschehen sozusagen zu vereiteln oder dich wegzubringen, in dem Sinne, dass du was anderes siehst, dass du dich mit was anderem beschäftigst, mit Gedanken, mit Gefühlsdramen, whatever. Und Verbindung ist sozusagen im Zugang zur Wirklichkeit. Und von weit weg betrachtet, naja, einfach so als Spiel, fliegst mit einer Rakete oder allein mit einem Flugzeug hier oben drüber, da siehst du keine Menschen, keine Personen, da siehst du niemanden, der sich einen Kaffee kocht und über seinen Altersschmerz austauscht oder was er Wunderbares erlebt hat. Fliegst du mit einem Flugzeug hier drüber, wirst du niemanden direkt hören, der über das Erwachen und die Wirklichkeit spricht. Also nun vielleicht ein Fluss, der sozusagen als ein blauer Streifen auf dem Boden ist und ein paar Lichter, ein paar Berge. Wenn selbst Erforschung und direkte Schau zur Realität werden, dann ist es ein immer weiteres Ranzoomen hierher. Und dieses Ranzoomen passiert aus einer Natürlichkeit, aus diesem nah mit sich sein wollen, das entdecken wollen, was du bist, ohne Wille dahinter, aus dieser Natürlichkeit heraus.
Cool. Das nicht hier sein wollen ist oft stärker. Ranzoomen ist fast ein bisschen gefährlich. Und mein Eindruck ist sozusagen, das nicht hier sein wollen ist wie Gedankenenergetik. Und damit kannst du vielleicht jetzt, vielleicht nochmal zum anderen Moment, wenn das auftaucht, sein und sagen, alles, was nicht hier sein will, kann dorthin gehen, wo es hin möchte. Alles, was nicht hier sein will, kann zurück zu seinem Ursprung gehen. Um zu schauen, wie sich der Körper einfach entspannt, wie sich Energetik löst. Vielleicht wie Anspannung auftaucht und sich entspannen kann. Und als nächstes vielleicht dann bemerken, was da fast gefährlich ist, was das wirklich ist. Weil das Schöne ist, für das, was du bist, gibt es nichts Gefährliches. Für das, was du in deiner Natur bist, gibt es nichts Gefährliches. Und einfach auf dem Stuhl zu sitzen oder einfach auf der Couch zu sitzen und dann taucht so ein Gefühl auf, dass das fühlt sich gefährlich an. Ja, dem kann man sich doch mal widmen. Das ist doch total interessant. Da braucht man sich keine Actionfilme oder Thriller mehr anschauen, dann wird das Leben intensiv. Dann braucht es keine Gefühlsdramen mehr, weil sozusagen, es gibt ja sozusagen diese Tendenz, Gefühlsdramen oder Konflikte zu erzeugen, weil wir den Konflikt in uns nicht erleben wollen. Aber einfach dieses, ich widme mich mir und auf einmal fühlt sich gefährlich an. Ja, wow. Das ist cool, du schreibst, es klingt sehr schlüssig. Wenn du dich dem so immer wieder widmest, entschlüsselt es dich. Du öffnest dich für dich selbst. Und das, was du nicht bist, an Gedanken, an Gefühlen, an Identitäten, die du vielleicht aufgenommen hast von der Familie oder irgendwo beim Busfahren oder sonst wo, können sich ablösen.
hier wird nochmal geschrieben, ich habe gerade zu mir gesagt, der Geist, der nicht hier sein will, lasse ich gehen. Aber da ist nichts, was gehen könnte, nur Gedanken. Ja, die können sich zum Beispiel verabschieden. Und ich würde es so formulieren, alles, was nicht hier sein will, darf dahin gehen, wo es hin will. Meiner Erfahrung nach funktioniert es. So diese dieses nicht hier sein wollen ist eine Energetik, die sich mit Gedanken verknüpft und es kann sich rauslösen. Letztens gab es eine Einzelsitzung und eine ähnliche Energie und die sozusagen gegen den Mensch gearbeitet hat, der sozusagen zur Session kam und so mitten in der Sitzung sagte ich habe ein wunderbares Mantra für so eine Situation. Und dann sind irgendwie die Augen aufgegangen, wow, ein Wundermittel, das mir helfen könnte. Und ich sage, das Mantra ist, fuck you and go home. Und alles, was nicht hier sein will, alles, was nicht hierher gehört, alles, was nicht zum Ursprung gehört, kann sich verpissen, da wo es hingehört. Und das Coole ist, es hat so eine Wirkung erzeugt, weil es nicht sozusagen in dieses Bild von Heilung, von Mantra, von Satsang oder sonst irgendwas reingepasst hat. Es hat einfach den Raum freigefegt. Ja, danke dir auch. Danke für deine Fragen oder für dein Interesse. Jeanette Nicole schreibt nochmal, ich merke, je mehr ich in mir loslasse, desto mehr bricht auch im Außen weg. Es braucht schon Urvertrauen, sich dem Leben vollkommen hinzugeben. Gerade ein Gefühl, dem einfach so nachzuspüren, weil ja, es bricht viel weg. Aber auch so dieses Bemerken, das, was wegbricht, wird es wirklich gebraucht? Wurde das jemals wirklich gebraucht? Und was ist Urvertrauen? Es ist total cool. Es braucht schon Urvertrauen. Es ist wirklich so die Frage, was ist Urvertrauen? Mein Eindruck ist eher dieses, wenn der Verstand still ist oder wenn ich nicht auf die Gedanken zugreifen muss, brauche ich schon gar kein Urvertrauen mehr.
wenn der Verstand still ist und ich mich einfach meiner Natur widmen kann. Ich merke, dass sich dieser innere Raum, der meine Natur ist, öffnet. Dann ist das Brauchen weg. Und dann zeigt sich eine Qualität von Bewusstsein, die dich trägt. Und vielleicht ist das kein Urvertrauen, vielleicht ist das eine ganz andere Qualität, aber du siehst, das ist stärker wie jeder mentale Kram, den ich geglaubt habe. Und gib dich dir selbst hin. Find heraus, wer du bist und gib dich dir selbst hin. Es gibt immer wieder so diesen Sog nach Stille oder diesen Wunsch, Frieden zu haben. Oder diesen Wunsch zu erwachen oder dass das Leiden weg ist. Und dann passiert da draußen eine Hingabe. Nee, find heraus, wer du bist und dem gib dich hin. Und herauszufinden, wer du bist, ist gar nicht so schwierig. Du schaust dir an, was immer und ununterbrochen ist. Und wenn man sich das ein paar Mal anschaut und damit sozusagen ohne Gedanken- oder Konzeptüberlagerung ist, dann siehst du, dass es keinen Abstand gibt zu dir. Und keinen Abstand zu dir heißt, du bist dieses. Und dann gib dich weiterhin oder mach, was du willst. Mach, was du willst, heißt, mach das, was dich nährt, was dir Freude bereitet, was dich öffnet für direkte Einsicht. Und dieses Machen, mach was du willst, wird dann immer weniger zu einem Machen, sondern mehr zu einer Seinsqualität. Auch alles ausprobieren und jedes Ausprobieren öffnet dich mehr und mehr. Und dieses mehr und mehr Verstehen und Öffnen bringt dich letztendlich wieder einfach nur zu dir zurück. Zu diesem Du, was immer ist, was keine Grenzen hat, was den ganzen Raum beinhaltet. Dieses Du, worin die Erde auftaucht, dieses Du, in dem der Körper auftaucht.
Ja, danke für deine Frage. Schön.
Falls die Idee auftaucht, hier würde nichts stattfinden oder dieser Konzeptgeist sich ärgert, dass er nicht bedient wird. Schau nach, wer du wirklich bist. Und schau nach von der Anwesenheit. Schau nach vom Gewahrsein aus. Nicht vom Konzept Kasper. Nicht von diesem Konzeptkarussell, sondern aus sich einfach selber spüren, Anwesenheit bemerken, Gewahrsein bemerken und von dort aus schauen, wer ist ich, wer bin ich wirklich, was ist ich, was bin ich wirklich. Die Formulierung ist nicht so bedeutend. Bedeutend ist, sehen zu wollen, identisch sein zu wollen mit dir.
Hier wird geschrieben, ist wunderschön und ja, ich sehe es. Einfach sich, ist einfach ein Genuss, sich diesem Wunder zu öffnen. Und das geht nur über das, was du bist. Das geht nur über das, was du immer bist. Und es ist einfach so schön, sich dem Raum zu geben. Ob es 20 Sekunden sind oder 5 Minuten oder hier in dem Setting. Dem, was immer und ewig du bist, dem einfach Raum zu geben und alles darf passieren. Hier wird nach Sehnsucht gefragt. Das ist ein ganz schönes, da ist eine ganz schöne Qualität drin. Mir fällt es schwer, andere nicht zu vermissen, bei beruflicher Abwesenheit oder im Urlaub. Könntest du eventuell etwas zur Sehnsucht von mich sagen, wie ich das in den Griff kriege? Ist nicht in den Griff kriegen zu wollen. Das Erste ist sicherlich nicht den Verstand zu bedienen, nicht die Gedanken zu bedienen, das auslaufen zu lassen, das Vermissen oder dann bemerkst du, was es mit dir macht. Vielleicht verschließt sich das Herz oder der Hals geht zu oder irgendwas Körperliches wird passieren, wenn du sozusagen nicht auf die Gedanken einsteigst. Und wenn dann wirklich die Energetik von Sehnsucht auftaucht, dann brennt sie sozusagen diese mentalen Programme weg. Also Sehnsucht ist einmal dieser große Mangel, dem wir glauben, entweder andere fehlen oder die Erleuchtung fehlt oder irgendwas oder Gott fehlt oder der Geliebte. Und das andere ist, wenn wir einfach diese Gedankenkette, dieses Gedankenkarussell nicht mehr bedienen und zur unmittelbaren Erfahrung kommen. Dann kann wirklich die Sehnsucht aufsteigen. Und die verbrennt sozusagen diese Konzepte, die uns mental, emotional mit dem Mangel in Verbindung halten. Oder da wirklich in diese, ja, und es ist interessant, ja, wie könnte ich das in den Griff kriegen, dass du sozusagen dieses Greifen von Gedanken beendest und das Beenden in das Unmittelbare reinführt. Das Unmittelbare kann Herzschlag sein. Der Verstand interpretiert es als Intensität, als Angst oder als, oh Gott, was passiert hier? Wenn diese Interpretation nicht weiter bedient wird, spürst du vielleicht einfach nur einen Atem, Körper. Und wenn das alles sozusagen im Gegenwärtigen auftauchen kann, wirklich in der Gegenwärtigkeit, in der Anwesenheit, die du bist, auftauchen kann, wenn das wirklich im Gewahrsein auftauchen kann, und dann Sehnsucht sozusagen da drin ist, arbeitet die Sehnsucht für dich. Die Sehnsuchtsflamme verbrennt sozusagen das, was dich glauben lässt, dass dir was fehlt. Und es ist egal, ob das Freunde sind, ob das ein Partner ist, ob das
die Erleuchtung ist oder sonst was. Wenn du es wirklich aus der Tiefe verbrennen kannst, bleibt nichts übrig, was fehlt. Und das, was auftaucht, ist ein Geschenk. Vielleicht brauchst du das Geschenk nicht, dann lass es weitergehen. Vielleicht dient es dir, vielleicht ist es genau das, wo du sagst, ja, wow. Ja, auch danke schön. Danke für deine Fragen. Ja, und vielen Dank für euer Hiersein, für euer Teilnehmen. Bleiben wir aber nur einen Moment in Stille sitzen. Ganz schön. Vielen Dank an Devasetu, an das Team von JetztTV, dass ihr das hier organisiert, dass das läuft. Danke für eure Teilnahme. Danke dir auch. Schön. Ich habe eben gedacht, oh schade, dass es gleich vorbei ist. Aber es hört ja eigentlich nicht auf, oder? Ja. Es hört nicht auf. Es ist, die Möglichkeit ist immer da, sich dem zu widmen. Weil das, was wir sehen, das ist immer bei uns. Und wem das hier zusagt, die Worte oder die Vermittlung, kann er einfach auf der Webseite schauen. Bin ganz nah.